Hier geht es einmal um die Bedeutung von Summenfeldern. Wenn wir ein Kassenbuch führen, müssen wir zum Beispiel den Bestand einmal als Summe erfassen. Diese Summe setzt sich zusammen aus Einzelbeträgen, in diesem Fall einmal Bargeld, dann einmal das Girokonto und einmal der Sparbuchbetrag. So, das sind alles Einzelsummen und die müssten wir einmal zusammenrechnen. Das wäre also einmal 321,10 Euro, 841,13 Euro und 431,10 Euro. Dann ziehen wir einen Strich darunter und ziehen das einmal zusammen. 3,3, hier 7 und 2 sind 9, 4 und 8 sind 12 und 3 sind 15. 1.593,33 Euro. Und das ist die Summe, deshalb machen wir da einen Doppelstrich drunter. So, und dieser Summe, das ist ja der Anfangsbestand. Und das ist hier einmal das Summenfeld Anfangsbestand. Anfangsbestand bzw. Übertrag, der wird hier in dieses Feld reingeschrieben. Und da müssten wir jetzt einmal die 1000, mal aufpassen, dass wir die Zahlen nicht zu groß schreiben, damit wir sie im Notfall noch einmal durchstreichen könnten und die Nachkommastelle, dass das auch noch hinpasst. Also 1593,33 Euro. So, und weil, damit wir hier in diesem ersten drei Zeilen nichts eintragen können, würden wir einmal hier das Ganze einmal einen Strich da hinmachen in den Feldern, wo wir etwas eintragen können. Das wäre also einmal hier und einmal hier bei Belegnummer, also Eingabe-Ausgabe-Feld. Da streiche ich durch und die Belegnummer bis zum Feld Umsatzsteuer. So, nur das streiche ich einmal durch in diesen drei Feldern, damit ich hier nicht aus Versehen etwas eintrage und dann das dadurch alles durcheinander kommt. So, das wäre das erste Summenfeld Bestand. Jetzt geht es darum, wir hätten hier jetzt Buchungen. Ich würde einfach jetzt einmal Zahlen hinschreiben, zum Beispiel einmal 10 Euro Ausgaben. Dann würde der Bestand ja wieder als Summe um 10 Euro gemindert. Dann wären das also 1.583,33. Und würden wieder Einnahmen dazukommen von 100 Euro. Also es geht jetzt nicht um den Text, was hier hinter steht, es geht nur um die Beträge, damit wir einmal sehen, wie wir die Summen hier erfassen. Einmal hier die Summe in der Spalte, von oben nach unten, das ist ja die Spalte, in dieser Spalte Bestand, da müssen wir die Summe erfassen. Und zwar, der Vorbestand war, also der vorherige Bestand war 1.583,33 und wenn jetzt da 100 Euro Einnahmen dazukommen, dann wird der 1.583,33 plus 100, also 1.583,33 plus 100, das wäre ja die Einnahme, das wird ja addiert werden, Ausgaben würden abgezogen werden von dem vorhergehenden Betrag. Da war 0,0, dann würde hier rauskommen 3,3, 3,8, 6,
1, also um 100 Euro höherer Betrag im Bestand der Kasse. Das ist also auch wieder das nächste Summenfeld in der Spalte Bestand. Da werden jetzt hier also 1000, jetzt habe ich mich verschrieben. Also wenn jetzt geht, jetzt noch, dass ich das jetzt hier leicht einbessern kann. Wenn ich mich jetzt so stark verschrieben hätte, dass ich das nicht mehr lesen könnte, dann wäre es sinnvoll, das Ganze einmal durchzustreichen und dann in dem freien Bereich das noch einmal neu zu schreiben. Wichtig ist, dass das Ganze leserlich durchgestrichen ist, damit das keine Rücksprachen gibt, was denn, warum ich das denn gemacht habe, und damit man das nachvollziehen kann, wo ich da vielleicht einen Fehler gemacht habe, dass ich mich wirklich nur verschrieben habe. So, jetzt würde ich einmal sagen, ich zähle jetzt noch einmal 20 Euro Ausgaben, dann würde ich noch einmal 50 Euro, dann noch einmal 50 Euro und hier noch einmal, das kann ja nicht sein, dass in der gleichen Spalte noch eine Ausgabe ist. Das wäre also in der nächsten Zeile dann 80 Euro Ausgaben. Und ja, jetzt schreibe ich hier Beträge runter, bis hier unten runter. Und in dem nächsten Teil zeige ich dann, wie man hier unten diese Summen hier berechnet, wenn das ganze Blatt einmal voll ist. Denn das sind ja auch hier Summenfelder, die hier unten sind. Dieses sind auch Summenfelder, denn die werden ja übernommen. Einmal von dem Anfangsbestand, der ja hier oben steht. Anfangsbestand von oben. Ja, das kann man jetzt schlecht erklären. Ich fülle erst einmal dieses Blatt aus. Und zwar geht es mir nur um die Beträge, nicht um die Einträge, die sich hier auf den einzelnen Beleg beziehen. Ich würde einmal sagen, mit der Erklärung Summenfelder im Blattkassenbuch Teil 1 ist damit erledigt. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.